Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Hätten fast das beste Comeback aller Zeiten geschafft im letzten Spiel, aber sollte dann leider doch nicht sein. Und jetzt, ja, versuchen wir einfach ganz normal von Anfang an die Tore zu schießen und zu gewinnen. Trotzdem, Icardi ja schon wieder drei Tore im letzten Spiel. Und was für Tore? Ah, hätte auch noch ein, zwei mehr machen können. Schade. Komm, ich brauche Gegner. Na krass, wenn ich keine Gegner mehr finden würde und deswegen dann nicht Gold 3 werde, weil ich einfach keine Spiele mehr machen kann. Ach, Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn da für ein Ge... Drei Informs, den Mertens schon wieder von drin und Scream of the Week hat er. Oh, er spielt Donnarumma mit Basic Chemistry Style im Tor. Also wie merkwürdig, wenn man sich überlegt, was er für Geld da schon in sein Team gesteckt hat. Diesen Kedira hätte ich aber auf jeden Fall auch gern, muss ich sagen. Schön mit Bender in Position gelaufen. Boah, krass gedribbelt mit Kimmich. Aber der kann halt auch wirklich gut dribbeln. Noch nicht so geil. Und langsam ist auch nicht. Ja, Traoré war nicht verletzt, oder? Sonst hätte man ja auswechseln müssen. Schön mitgenommen. Gefällt sein Angriffsspiel bisher. Es kann sein, dass es umstellt. Ich bin nicht immer alle durchgängig schlecht. Aber bisher macht es eher schwach im Angriff. Das gefällt mir schon mal. Ich wollte eigentlich straff ins lange Eck schießen. Das war aber irgendwie nicht so straff ins kurze Eck. Ich sage ja, bisher macht es echt schwach im Angriff. Das gefällt mir. Schöner Laufpass und auch schön mitgenommen von Zuber. Merkwürdiger, das war so ein richtiger FIFA 17 Kopfball. Aber ich glaube, Arangis ist auch nicht kopfballstark, wobei er hat schon zwei oder mindestens. Ich glaube, er hat einen Kopfballtor gemacht, eins an die, eins Alu und dann aber per Fuß irgendwie. Es könnten auch schon zwei sein, ich bin mir nicht ganz sicher.
Oh, danke, Fährmann, aber wir waren auch mit Toprak dran. Krasse Parade. Es ist leider nicht so schnell. Wie schlecht war das denn von mir? Ach Mann! Scheiß Mertens, ey. Und warum? Ach, ist egal, komm. Ich hab keinen Bock mehr drüber zu reden. Keine Ahnung, es ist scheißegal, woran es liegt. Wir müssen jetzt einfach das Spiel drehen. Gegner ist echt schwach im Angriff. Klar, hab ich auch schon Fehler gemacht. Ich meine, ich kann auch nicht mehr 100% konzentriert spielen. Aber er ist echt so schwach im Angriff und dann kriegt er so ein Scheiß-Tor, ey. Was jetzt? Keine wirklich krasse Torschance war, weil einfach das Distanztreffer, Punkt. Okay, das war eine richtig schlechte Schusssituation. Auch gut gemacht. Ärgerlich, dieses Gegentor. Weil er, wie gesagt, im Angriff eigentlich eher schwach unterwegs war. Sollte ich das Spiel verlieren, bin ich wieder bei den verfluchten 50%. Dann muss ich wieder aus 4 letzten Spielen 2 gewinnen, um Gold 3 zu werden. Das wollte ich eigentlich verhindern. Wichtiges Tor, wichtiges Tor, wichtiges Tor. Dann haben wir noch ein zweites, noch wichtigeres Tor. Ja, noch voll. Oh, getunnelt, okay, war lucky. Ja, der Fall hat trotzdem ein bisschen aus den Augen verloren. Scheiße, das. Ich hoffe, der Ballverlust wird nicht teuer. Bisher zumindest nicht. Das war ein Foul. Danke, dass es nicht gepfiffen wird. Das finde ich erstmal gut. Da können wir die Spieler wieder rausrücken.
Oh, mir krabbelt schon wieder mein komplettes Gesicht. Was ist denn da los? Er passt halt auf Arrakis, er spielt aber im Rückraum. Ich weiß nicht wieso. Gute Parade von Fährmann, der wird glaube ich rein. Glück. Verstehe ich nicht, muss ich auch nicht drüber reden. Geil, wie keiner nachkommt. Schade. Komm schon, ich muss noch ein Tor schießen. Ich will nicht schon wieder in die Verlängerung müssen, ne? Ich muss mir auch mal dann für die nächste Weekend League einen anderen Auswechselspieler suchen, weil Traoré kommt einfach nicht geil als Auswechselspieler. Als Einwechselspieler. Okay. Hat mich schön geblockt. Mit irgendeinem Lukaku als Außenverteidiger. Hat er nicht Mertens ausgewechselt? Hätte ich schwören können, dass er den ausgewechselt hat. Boah, schade. 87, das wäre natürlich ein wichtiges Tor.
Toprak, eieiei. Geht es echt schon wieder in die Verlängerung? Muss denn das sein? Komm, konzentrier dich, ich mach jetzt eine Verlängerung des Tor. Ach so, ich hätte Iniesta einwechseln können. Sind noch ziemlich fit, ich lasse es dann doch erstmal. Was macht er denn jetzt so lange in der Pause? Wir konzentrieren uns einfach nochmal, komm runter. Komm, noch ein letztes Mal zusammenreißen. Das heißt ein letztes Mal, wir müssen dann weiterspielen, aber. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan mehr, was ich rede. Ich bin einfach zu braindead gerade. Ich hatte kurz Angst. Ich hatte ganz, ganz kurz Angst. What? Kein Foul? Nice luck. Nicht klären. Oh nein, wie dumm. Mache jetzt einfach zu viele Fehler. Hinten rein, ja, das ist zumindest schon mal ein Foul, sehr gut. Nächste Foul, hallo Gelb, wie wär's mal mit Gelb? Hat sich ja richtig gelohnt. Scheiß Lacker. Oh, du dummer Dreckslacker, ey! Ich hatte den Ball doch! Meine Fresse, jetzt verliere ich dieses Spiel schon wieder und jedes Mal in dieser scheiß Nachspielzeit, in dieser scheiß Verlängerung. Kein Bock mehr drauf. Oh, das kotzt mich an, ey. So unverdient. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber ich sehe, es wird halt wirklich wieder so. Ich muss aus 4 Spielen dann wieder 2 gewinnen. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Meine Fresse. So eine unverdiente Scheißkacke wieder. Ein beschissenes Scheißtor.
kommt natürlich kein abgefälschtes Lackertor. Was jetzt? Okay, habe ich da keinen Foul gesehen, aber egal. Maric macht. Das ist das zweite, nice. Geht es etwa ins Elfmeterschießen? Das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt in unserer Sonntags-Todes-Session, dass wir uns Elfmeterschießen mussten. Das ist dann immer noch in der Verlängerung zu Ende gegangen. Das heißt, ich würde jetzt schon gerne noch ein Tor schießen. Hauptsache ich fresse keins mehr. Toll, 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 toll. Da wollte ich gar nicht hinspielen. Krass, wir waren durch. Ich wusste es nicht. Es war aber halt auch ein Lacken, ein Durchlacken. Schöne Grätsche. Und da bleibt im Ballbesitz. Krass. Oh nein, es geht ins Elfmeterschießen. Oh, und ich konnte nicht mehr wechseln. Ich wollte noch das Elfmeterschießen wechseln. Oh. Ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, ich verliere. Aber ich probiere mein Bestes. Ich wollte nicht in die Mitte schießen. Ich wusste es. Jetzt macht er den rein. Fick dich, Schmelzer. Jetzt machst du den halt rein. Wieso drückt er jetzt nochmal auf Pause? Verstehe ich nicht. Scheiß Lacker. Ist genauso, wie ich es gesagt habe. Letzten vier Spiele. Ich muss zwei gewinnen. Und wie gesagt, ich sehe mich wirklich
daran scheitern, dass ich jedes verfickte Spiel gemacht habe und mir ein Sieg fehlt. Oh, ein Schmelzer hat den schön verschossen. Elfmeter sind echt schwer geworden in FIFA 18, finde ich. Mal wieder. Ich habe, oh Gott, ich habe, ich glaube, von 7 Elfmeterschießen habe ich 2 gewonnen und 5 verloren. Fuck, man. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ist nicht, weil ich müde oder kaputt bin, sondern eher, weil ich keinen Bock mehr habe. Mann, weil mich das aufregt. Ich glaube aber nicht mehr, dass ich jetzt noch großartig gut spiele. Und deswegen glaube ich auch nicht mehr, dass ich jetzt noch 2 Spiele aus den letzten 4 gewinne. Scheiß Elfmeterschießen, ey. So schlecht geschossen. Viel zu viele verschossen. Oh, er hat das gleiche wie wir. Ach Quatsch, bin ich doof. Ich habe gerade gedacht, ich wäre rechts schwarz und er ist links. Ja, ist egal. Ihr seht, wie matt ich schon im Kopf bin. Ich will auch nicht mehr wirklich viel reden. Kein krasses Team, außer halt der Torhüter. Ein ZOM, der nicht mehr selten ist. Aber wie gesagt, ich glaube, ich spiele zurzeit richtig scheiße jetzt, weil ich einfach zu kaputt bin. Fuck, es geht mir um den Sack, dass ich so schlecht im Elfmeterschießen bin. Ich werde auch nicht mehr viel reden, um mich einfach besser konzentrieren zu können. Ich will jetzt unbedingt das Spiel gewinnen, weil dann brauche ich nämlich aus den letzten 3 Spielen nur noch einen Sieg. Das ist von der Quote her dann deutlich einfacher. Gut gespielt und Strohmann macht tatsächlich mal ein Tor. Nice. Ich dachte, er macht einen Hackenpass, Brozovic. Aber hat er dann doch nicht gemacht. War doch trotzdem ein No-Look-Pass, aber egal. Mit Rossi da. Schöner Schuss mit Icardi. Oh. Oh, ich dachte, er geht rein. Schade. Ich glaube, es ist auch ein Gegner, der abbrechen wird, wenn wir jetzt hier es schaffen sollten, 3 Tore zu schießen, schnell. Ich hätte eher passen müssen, da war leider der Passweg zu und durchrennen konnte ich auch nicht wirklich gut.
Was war denn das? Oh, du Trottel, Anderson, was machst du denn? Oh, aus der Drehung, das wäre es gewesen, ey. Ja, gespielt von mir. Ach, spielt Muriel, die ganz, ganz klassische Pacer. Ein bisschen konzentrieren. Am Anfang habe ich echt gut gespielt, aber jetzt mache ich zu viele dumme Fehler. Oh, krasser Fehler und er schafft es trotzdem. Fällt mir nicht, wie sich das Spiel entwickelt. Gegner sind wirklich gut, aber ich spiele auch gerade zu schlecht. Schade. Och, mit links, da kann ich mit links. Ich glaube, ich muss da El-Sharabi nehmen und den platzieren, damit der nicht schießt. Ach, der war ja quasi durch. Also das 1-0 ignoriert einfach komplett, klar. Wenn es so zu Ende geht, habe ich gewonnen, aber das spielt keine Rolle. Ich brauche noch ein Tor. Das ist quasi 0-0 gerade. Mit dem Vorteil, dass man noch nicht verloren hat, wenn man den Tor frisst und gewonnen hat, wenn man ins Spiel vorbei ist. Aber es ist halt überhaupt nicht sicher. Weil es meistens nicht zu Null ausgeht, das Spiel. Es sei denn, der Gegner bricht ab, aber das macht er nicht bei dem 1-0. Ey, wo flanken die denn hin? Ey, es ist zum Kotzen.
Schöner Pass von Gulam. Ich weiß nicht, was ich da anders machen soll. War ja nur eigentlich kein schwerer Pass. Wie gemacht mit Musaccio. Kriegen aber auch keine Torschance mehr hin. Einfach immer im Spielaufbau den Ball verlieren. Er zum Glück auch, aber das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Braucht dieses zweite Tor. Der Gegner macht so viele Fehler. Wenn ich ein zweites Tor mache, ist es recht wahrscheinlich, dass ich gewinne. Okay, genau das habe ich gebraucht, weil ich denke, das war's. Gerade jetzt auch in der 63. Das sollte reichen. Gut, dass ich dann noch das Auge habe für Brozovic und nicht schon mit Icardi abschließt. Jetzt kein schnelles Gegentor fressen. Wenn man den ersten Angriff überstanden hat, ist schon mal ganz gut. War eigentlich eine gute Idee, weil er halt total falsch antizipiert hat, aber Pässe waren nicht optimal. Schade. Was? Da war ich doch nicht zuletzt dran. Es war ein Pass, ein ganz normaler Pass, den kann ich doch nicht so hoch spielen. Nice, war gar kein Glück dabei. Schade. Mich wundert, dass ich nicht wieder zuletzt dran war. Oh, Benatia davon, das müssen wir ausnutzen. Weil die Flanke geht ja eh nicht dahin. Wobei! Ging genau dahin, sehr geil. Kam leider aus dem Abseits zur 79. Das soll es eigentlich gewesen sein. Oh, Strohmann stirbt, fuck.
Okay, 85. Jetzt müssen wir aber ein gutes Zeitspiel hinlegen. Komm schon, Zeitspiel, Freunde. Ich bin so blöd fürs Zeitspiel in FIFA 18. Neunzigste, alles gut. Ich wollte zwar eigentlich in die andere Ecke zielen, aber es macht nichts. Wir haben trotzdem gewonnen. Icardi macht schon alleine. So, wir brauchen einen Sieg aus drei Spielen. Ich hoffe echt, dass es direkt im nächsten Spiel schafft, das zu gewinnen. Damit ich dann aufhören kann und die letzten beiden Spiele nicht mehr machen muss. Jetzt nochmal Kraft tanken für die nächste Aufnahme und dann hoffentlich gewinnen. Aber ich würde schon sagen, dass tendenziell auch durch Icardi der die Calcio-A-Mannschaft besser ist. Also gerade im Sturm, das macht schon einiges aus, glaube ich. So gefühlt. Das heißt, ich muss mir versuchen vor der nächsten Weekend-Liga, weil eigentlich gibt es andere Karten, die ich mir holen wollte. Deswegen habe ich eigentlich keine Kohle für Werner. Ah, ich denke, der wäre schon ein ziemlich guter Stürmer. So, Icardi, Brozovic, Strootman, Vorlagen, einmal Icardi, zweimal Brozovic. Gut, dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis, und dann gewinnen wir hoffentlich direkt das erste Spiel.